Hallo ihr Lieben, Thema ist, weshalb sich Objekte in der Distanz entfernen und nicht mehr sichtbar sind. Und zwar werde ich demonstrieren, dass das über Flächen möglich ist und zwar in kurzer Distanz, wie auf den oberen beiden Bildern zu sehen oder auch unten links im korrekten Maßstab. Was wir aber nie vorfinden, ist, dass sich das gesamte Lichtspektrum nach oben hebt hinter einer physischen Krümmung in solchen Bedingungen, wie wir sie auf der Erde vorfinden und in dem Maßstab, dass man das mit dem Globus vergleichen könnte, wo wir das aber im Bild unten links mit der Erde auf flachen Strecken machen können. Darauf werde ich gleich noch näher eingehen. Und zwar wird ja heute behauptet, dass die Erdkrümmung, wenn man auf Wikipedia schaut, dazu führt, dass zum Beispiel Schiffe in der Distanz verschwinden, wie man hier sieht. Angeblich soll es so sein, dass die Erdkrümmung dafür zuständig ist, dass hier dieses Schiff immer weiter absinkt. Jetzt habe ich aber ein Schiff, welches getrackt werden kann, und das ist auf der einen Stelle festgeankert. Und man sieht, dass an verschiedenen Tagen verschieden viel noch sichtbar ist von diesem Schiff. Also haben wir ein Problem, was jetzt da die Krümmung angeht, dass das jetzt ein optischer Effekt ist. Wir gehen einmal die grundlegende Perspektive an. Und zwar verläuft alles, was von unten nach oben auf Augenhöhe kommt, nach oben. Und was von oben zum Horizont kommt, zum Horizont, zur Augenhöhe hinunter, wie die Bäume hier. Und ab einer gewissen Distanz kann vom Auge eine Differenz nicht mehr ausgemacht werden. Das nennt sich Auflösungsvermögen. Oder auch der Sehwinkel, den das Auge hat, von ungefähr 2 Winkelminuten. Das bedeutet, dass man, wie weit nicht sehen kann, zum Beispiel hier bei 30 cm kann man noch ausmachen von 1 Kilometer aus. Alles, was da drunter ist, verliert sich dann. Das nennt sich auch Rayleigh-Kriterium. Da haben wir es. Da sieht man dann, dass zwei Objekte ineinander verschwimmen und man sie nicht mehr ausmachen kann. Die klare Grenze. Und man sieht hier in dem Artikel auch, dass es nicht nur das Auge ist, sondern auch optische Instrumente haben eine Grenze, nennt sich hier unten Beugungsbegrenzung. Man kann das auch bei einem Rechner eingeben. Auf kleinere Distanz ist es sogar schon bei 30 Metern. Hier haben wir 3000 Zentimeter. Enter, 1 Zentimeter. Alles, was darunter ist, kann man nicht mehr unterscheiden mit dem Auge. Ja, jetzt sehen wir genau das, dass das der Fall ist, wenn wir jetzt weite Distanzen uns anschauen. Also das ist jetzt in einer Halle gefilmt und wir sehen hier unten rechts dieser Loch in diesem Teller. Dieses Loch wird verschwimmen mit dieser Spiegelung hier unten. Man kann das untere nicht mehr ausmachen. Es verschwimmt immer mehr. So, jetzt haben wir also dieses Rayleigh-Kriterium, dass wir in der Distanz Dinge nicht mehr ausmachen können. Aber sogar wenn wir tiefer sind als ein Objekt, welches wir beobachten, können wir das schon vorher verlieren aus den Augen.
Wir sehen hier ein Diagramm, welches eine Draufsicht zeigt, wo der Beobachter auf der linken Seite steht. Und es zeigt sowohl die physische Sicht, wenn man jetzt diese vier vertikalen Säulen dort sieht, das können Laternen sein, die sind im gleichen Abstand rechts verteilt und die sind natürlich verankert und bewegen sich nicht. Aber wie wir in diesem Schienenbeispiel gesehen haben, zeigt sich ein Unterschied in unserer Wahrnehmung. Und das ist dort in diesem Halbkreis, in diesem Winkel eingezeichnet, wie auch das Auge so eine Krümmung hat. Und wir sehen jetzt dort, wenn wir von dem ersten zum zweiten Pfosten Laterne schauen, diesen Winkel NO. Und dann wird dieser Winkel immer kleiner. Von oben jetzt kommt dann der Winkel OP, der kürzer ist, kleiner ist und dann noch kleiner. Und irgendwann nach rechts würde eben dann dieses Rayleigh-Kriterium greifen, dass wir etwas nicht mehr auflösen können. Jetzt ist es so, dass wir uns, wenn wir uns unterhalb der Mitte dieser Objekte befinden, wie das hier der Fall ist, wir befinden uns unterhalb der 6 Einheiten, wie groß das Diagramm aufgebaut ist, und wir befinden uns ungefähr bei der 2. Und dadurch, wenn wir uns jetzt die unteren Winkel anschauen, sind die noch komprimierter. Und das führt dazu, dass wir das untere noch schneller verlieren als das obere. Also auch ohne atmosphärische Einflüsse führt diese Winkelbegrenzung, diese Winkellimitierung dazu, dass Objekte untenrum verschwinden können. Es gibt trotzdem noch darüber hinaus die Möglichkeit, dass ein Temperaturunterschied zum Beispiel oder Feuchtigkeit zu einer Verdeckung führt, wie man jetzt zum Beispiel in diesem Beispiel sehen kann. Die Tür wurde aufgemacht und ein Temperaturunterschied wurde herbeigeführt. Und das führt auch dazu, dass eine Distortion vonstatten geht und das Objekt verschwimmt. Das Ganze hier nochmal die Quelle von dem Video, dass ein richtiger Maßstab eingezeichnet ist. Also in der Entfernung hier haben wir etwas beobachtet, ein Auto, was etwas verschwindet und es ist nachgestellt im kleinen Maßstab, auch dieses kleine Häuschen dazu. Und es verschwindet genauso, wenn es einen Temperaturunterschied gibt. Aber es führt immer nur zu Verdeckungen von dem, was sowieso schon da ist und nie dazu, dass etwas hinter einer Krümmung wieder hervorkommt, wie man im letzten unten rechten Bild von mir erfragt. Also zeigt eine Demonstration, es wird immer von Refraktion geredet, dass etwas hinter einer Krümmung hervortreten kann. Das Licht soll sich so biegen, dass es funktionieren kann, aber eine Demonstration gibt es nicht, sondern nur viel Theorie. Das ist der Globus-Wahnsinn. Es gibt einen Versuch mit einem extremen Gas, also welches nicht in der Atmosphäre in solchen Massen vorkommt, dass das einen Ausdruck geben könnte. Also deswegen der unten rechts noch hinzugefügt in actual atmos, in wirklicher Atmosphäre. Denn wir können das über der Fläche nachstellen mit einfacher Temperaturunterschieden und das geht in beide Richtungen. Wir leben auf einer planen
erschaffenen Erde. Eine Sache noch, die gut ist zum Verstehen, ist, dass die dominante Ebene sich in den Vordergrund spielen kann. Also wenn etwas nicht auszumachen ist, wie hier das Schiff. Hier haben wir auf beiden Seiten ein Schiff von der Plattform wegfahren. Und deswegen kann diese Welle hier nicht eine echte Welle sein, sondern die dominante Ebene setzt sich durch, wie es meistens die Luft ist. Aber da es hier das Wasser ist, ist es schön zu sehen, dass man hier noch in geringem Maßen dieses Schiff und diese Spiegelung durchfahren sieht. Und das fährt dann natürlich nicht durch die Welle durch und surft dadurch, sondern es ist eine Vermischung der optischen Ebenen und es ist hier keine Krümmung, die das zu diesem Effekt führt, sondern die optische Vermischung.